glaube langsam, das ist bloß so zur Deko. Ein Goblin! Der hatte nichts dabei. Okay, geh mal da rein. Ein Goblin, noch ein Goblin, noch ein Goblin. Der hatte 15 Gold dabei. Und der da? Hatte nichts dabei. Und der da? Auch nicht. Wahrscheinlich kann ich nur einen looten, weil die übereinander hängen. Habe ich schon lange die Vermutung. Oh, geil! 15 Gold. Ein Kristall? Und nochmal 15 Gold. Da schaue ich jetzt mal nach, was das für ein Kristall ist. Ah, 18 charges left. Cool. Und was macht der? Failure? Okay. So, jetzt können wir uns entscheiden. Gehen wir weiter geradeaus oder in die Seitengänge rein? Ich würde gerne mal in die Seitengänge reingehen. Gehen wir erstmal nach rechts. Was war das? Hallo? Ein Goblin. Der hatte nichts dabei. Wow. Einschlagung getroffen. Der hat aber nichts dabei. Okay. Fangen wir hier an. Wir gehen jetzt einmal komplett rum. Schade, dass man den Schrank nicht öffnen kann. Ein Schatz! 21 Gold und ein Bracelet. Okay, haben wir aufgebrochen. Und hier ist nichts drin. Aber ich würde jetzt gerne mal schauen, die Bracelet, ob die vielleicht stärker ist. Minus 1. Minus 2. Ah, okay, aber das beweist, dass es nicht nach dem Namen geht. Cool. Das heißt, wir müssten jedes Mal, wenn wir eine neue Kettenrüstung oder so finden, müssten wir vergleichen, ob die besser oder schlechter ist. Kann ja sein, dass die beste Lederrüstung besser ist als die schlechteste Kettenrüstung. Okay. Das sind bestimmt die Schlafräume der Goblins, die wir hier gerade erkunden und plündern. Ah ja. Da komme ich nicht hin. Ich kann aber irgendwie springen. Hier. Hilft aber auch nicht. Vielleicht komme ich von der anderen Seite dorthin. Ja, wenn ich dann geradeaus hingehe. Ich finde das schade, dass ich hier die ganzen Türen aufbrechen muss und dass aber nichts in den Türen drin ist. Hä? Wo führt denn dann dieser Geheimgang hin? Wahrscheinlich komme ich irgendwie so hin. Dann schauen wir uns jetzt erstmal die andere Seite an. Weil von hier aus kommen wir ja nicht mehr weiter. Was leuchtet denn da? Ach, die Tür. Lalalala, wir spazieren hier einfach durch. Hat mich da gerade was angegriffen? Wow, tatsächlich! Der hatte nichts dabei. Und der hatte auch nichts dabei. Wäre cool, dass, wenn sie verschwinden würden, auch von Anfang an gleich, wenn sie nichts dabei haben.
Okay, hier ist es irgendwie ein bisschen kleiner. Wow, ein Schatz. 31 Gold und ein Stahlhelm. Cool. Wow, wo kommt die plötzlich her? So. Die zwei haben nichts. Gute Ratten verstehe ich noch, aber was machen Wölfe? Ja, okay, vielleicht reiten die Goblins drauf. Könnte auch sein. Stahlhelm wollte ich schauen. Kann ich den tragen? Nein. Er hätte minus 9, der Kettenhelm minus 6. Der wäre also um 3 Punkte... Oh, um 3 Punkte besser, aber ich kann ihn nicht tragen. Wisst ihr was? Dann droppen wir ihn gleich wieder. Was wir nicht tragen können und so, das droppen wir. Verkaufen. Obwohl... Ja, wir behalten uns, das droppen wir auch gleich wieder, wir behalten uns nur so Sachen, bei denen ersichtlich ist, dass sie viel wert sind. Irgendwo sind hier noch Ratten. Wow! Wo kommen die ganzen Ratten her? So, wieder will ich looten. Die hatte aber nichts. Und die da? Hat auch nichts. Wie schaut's mit der da aus? Nein. Ein Schatz! 39 Goldstücke! Also ein Dungeon rentiert sich viel mehr als Quests zu machen. Muss ich echt mal sagen. Hier ist nichts. Da auch nichts. Hier müssen wir auch nichts auf. An old faded sign reads: The king and palace are lost. We, the last survivors of the court of Stonekeep, are heading south through the goblins' caves. Eine alte. Naja, Stimme sagt halt, sag ich jetzt mal. Der König und der Palast sind verloren. Wir, die letzten Überlebenden der Court of Stonekeep, weiß jetzt nicht, was das heißen soll, Court, Verteidiger, sage ich jetzt mal, von diesem Schloss halt, oder Bewohner, keine Ahnung, richten uns halt gegen Süden. Wenn man uns an die Karte erinnert, Stonekeep ist im Norden von Rehard, das heißt, die wollen Rehard angreifen, wollen den durch die Goblinhöhlen erreichen, irgendwie so. Ich hoffe, er wird... Wow! Ein Minotaurus! Wir haben ihn gekillt. Ich trinke jetzt sofort einen Heiltrank. The Minotaurus nothing. Das ist wirklich ein Minotaurus. Das war jetzt bloß aus Reflex so dahergesagt. Hey, da geht's runter. Soll ich jetzt erst das Wasser untersuchen oder soll ich hier weitermachen? Ich glaube, ich untersuche erstmal das Wasser. Bisher ging... So, schauen wir mal. Oh, jetzt teilt sich das. Gehen wir mal da lang. Jetzt teilt sich das schon wieder. Da könnten wir nach oben. Was ist das? Keine Ahnung. Eine Spinne! Was zur Hölle? Die tötet... Nein! Da müssen wir ja wieder alles erkunden. Oh nö. Wisst ihr was? Wir kaufen uns jetzt eine bessere Waffe. Da hinten ist ein Laden. Dann müssen wir halt länger sparen und haben im Endeffekt mehr Geld ausgegeben. So, bye. Weapon.
So, der hat ja komplett andere Waffen. Ein Silberlangbogen der Stärke. Für 850. Cool. Ja, wieso nicht? Den kaufen wir mal. Der wiegt doch nur eins. Der macht 2 bis 12. Und plus 10 Stärke gibt er. Naja. Das Daikatana macht 3 bis 21. Das war ein Fehlkauf, eindeutig, auch wenn der eine Verzauberung drauf hat. Oder? Hm. Ich weiß es nicht. Wie viel Schaden mache ich denn jetzt? Damage plus 1. Damage plus 1. Und wie viel würde ich damit machen? Damage plus 3. Dann würde ich dadurch wirklich noch mehr machen. Ja, okay. Nicht schlecht. Und mehr Leben hätte ich. Dann nehmen wir doch den. Verkaufen wir das Daikatana. Hier. 37 Gold. Ich hatte einfach nur gedrückt. Ah ja. Okay. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. So, Hammerfell. Stonekeep. Reisen. Diesmal speichere ich, dass wir hier sind. Safe Game. Und ich werde auch in gewissen Abständen speichern. So, den Spruch kennen wir ja schon. Wo ist hier eine Ratte? Ups. Cool. Jetzt muss ich nur noch Rechtsklick machen, statt zu bewegen. Finde ich cool. Wow! Aber erschrecken tue ich mich immer noch. Wäre doch nicht mehr so... Ja gut. Ich habe die Ratten ja vorher gehört. Ich habe gewusst, dass sie irgendwo da sind. Was haben wir da? Einen Stab nehmen wir nicht. Da wissen wir, dass er schlecht ist. Hä? Ah, hier. Getroffen. Okay, da muss ich ja so besser zielen. 36 Gold und ein Decker. Decker will ich nicht. 32 Gold. Wo ist hier die Maus? Hm. Okay. So, ich schaue jetzt erst hier wieder um. Ich glaube, ich gehe auch erst wieder rechts lang. Da! Finde ich echt genial. Also mit der Waffe, ich weiß nicht, da habe ich mir irgendwie besser getan. Na, vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. So, ich will jetzt erstmal wieder hier lang gehen, aber vorher speichere ich. So, Safe Game.
Da, ein Wolf! Komm schon! Stirbt! Die Waffe war besser. Die Waffe war viel besser. Na, jetzt müssen wir halt dabei mit dem Bogen umgehen. Da ist ja noch einer. Komm schon. Stirb. Nein. Der Bogen ist voll für den Arsch. Ich nehme keinen Bogen mehr hier in dem Spiel. Ganz ehrlich, ich spiele sonst immer mit Bogen. In Oblivion habe ich das gemacht. In Morrowind, in Skyrim habe ich immer mit Bogen und Pfeil gespielt. Aber hier rendiert sich das echt nicht. Da. Critical Strike, cool. Komm schon. Dich kriege ich auch noch. Und dann haben sie nicht mal was. Ist echt für den Arsch. Habe ich den jetzt erwischt? Tatsache. Aber er hatte nichts dabei. Armer Wolf. Ein Schutz. Ein Langschwert. Den Bogen nehmen wir uns aber trotzdem auf.